Ja, servus und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute haben wir mal was ganz Neues, und zwar das Aktien-Zwickel-Kellerbier. Darauf freue ich mich schon sehr lange. Ich habe es persönlich noch gar nicht getrunken, habe es aber schon von vielen empfohlen bekommen im Freundeskreis. Deswegen ist die Freude für heute sehr groß, auch mal ein leckeres Kellerbier zu testen. Das Ganze aus der Aktienbrauerei in Bayreuth. Ja, naturbelassenes, hefetrübes, unfiltriertes Bier der Bayreuther Bierbrauerei. So eine Aktiengesellschaft. Ich weiß nicht, haben wir hier nochmal das Jahr drauf? Nee, aber die Gründung dieser Bierbrauerei, der Bayreuther Bierbrauerei, verläuft sich ins Jahre 1857. Das hatte ich mir extra vorher nochmal rausgesucht. Steht das hier wirklich nirgendwo drauf? Doch, hier ganz, ganz klein im Logo, aber nur. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Die Herzen unserer Brauer schlugen höher, als sie in die tiefen Keller unserer Brauerei hinabstiegen, um durch Verkostung aus den Lagerfässern die Qualität und Reife unseres Bieres zu prüfen. An diesem traditionellen Ritual, das in der Brausprache Zwickeln genannt wird, hat sich bis heute nichts geändert. Mit dem Genuss von Aktien Zwickel können Sie dieses Erlebnis geschmackvoll nachempfinden. Hier steht nochmal die Adresse in Bayreuth, aber das haben wir eben auch schon gesagt. Ansonsten das Ganze 5,3%. Und auf der Zutatenliste haben wir Wasser, Gerstenmalz, Hefe, Hopfen. Ja, das ist im Prinzip das, was wir sehen wollen, ne? Nicht das Hopfenextrakt. Und jetzt sind wir mal gespannt, ne? Flasche mit Plöppverschluss macht eh immer Spaß. Boah, das war jetzt nicht der gute Plöpp. Boah, dampft ganz gut. Druck entweicht. Und dann würden wir uns doch mal den ersten Geruch mal reinziehen. Okay. Ja, also so wie man es, glaube ich, erwartet. Sehr, sehr starke malzige Note. Ja, leicht brotig vielleicht so ein bisschen. Und so ein bisschen Süße kommt schon mit durch. Jetzt bin ich auch mal gespannt, deswegen habe ich extra das Glas mitgenommen, damit wir auch wirklich nochmal die Farbe gucken können. Ich werde aber nicht ganz voll machen. Eigentlich trinke ich wirklich sehr gerne auch aus der Flasche. Es geht mir jetzt hierbei so ein bisschen. Na komm, ein bisschen mehr machen wir schon noch. Ne? So. Geht mir jetzt da so hauptsächlich um die Farbe, die wirklich sehr braun daherkommt. Jetzt hier in dem Licht erscheint es sogar so ein bisschen, ja, so kastanienmäßig. Sieht ein bisschen aus wie eine Mezzo-Mix, so auf den ersten Blick. Ja, probieren wir doch mal den ersten Schluck. Nehmen wir es mal hier aus dem Glas diesmal. Mal hier raus. Also man schmeckt auch erstmal das, was man im Grunde genommen am Anfang gerochen hat. Also diese gute malzige Note. Für mich gar nicht so süß, wie es als erstes gerochen hat. Ich dachte, es wird jetzt eher so eine süße malzige Note. Ist es aber gar nicht. Ist eher so. Ja, so leichte Röstaromen noch mit drin. Also es hat so ein bisschen was Herbes. Das finde ich schon mal sehr lecker. Ja, also hintenrum passiert dann nicht ganz so viel, so im Abgang. Aber gerade das, was vorne passiert, finde ich sehr gut. Das passt sehr gut zusammen. Also ich sag's nochmal. Malzaromen, die nicht zu süß sind, sondern eher so ein bisschen herb. So leichte Röstaromen, die man da noch schmecken kann. Also es kommt sehr, sehr viel durch am Anfang. Das finde ich sehr, sehr lecker. Und es ist vor allem sehr, sehr süffig. Also ich muss mich echt gerade zurückhalten, hier nicht direkt die Flasche quasi zu leeren. Weil es wirklich
recht gut durchgeht. Wie gesagt, hinten raus hätte ich jetzt so erwartet, vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Hopfen, aber da kam jetzt nicht so viel. Was aber gar nicht schlimm ist, was gar nicht negativ gemeint sein soll, sondern das ist dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Süffige, dass man danach eigentlich direkt so denkt, oh, jetzt will ich noch einen Schluck. Ja, also es ist einfach sehr, sehr süffig. Lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal zu probieren. Die Spannung hat sich da für mich auch so ein bisschen gelohnt und ausgezahlt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon getrunken. Ist ja nicht gerade unbekannt und auch schon in sehr vielen, ja, Getränkemärkten eigentlich zu bekommen. Also bei uns hier ist das eigentlich gar kein Problem. Ich habe es schon so oft gesehen, bin immer wieder dran vorbeigelaufen. Und diesmal habe ich es mitgeholt und ja, es hat sich gelohnt. Also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das getrunken habe. Das hat mich jetzt überzeugt. Ist sehr, sehr ausgewogen, gerade am Anfang und dazu dieses Süffige. Überhaupt nicht schwer, ganz, ganz leicht. Aber jetzt kam auch nochmal richtig. Ja, also diese Malznoten sind wirklich sehr, sehr gut. Also wer darauf steht, eher auf so ein dunkles oder insgesamt auf das Zwickel, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Also finde ich sehr, sehr lecker, sehr, sehr süffig. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht habt ihr es ja schon ausprobiert. Es ist ja, wie gesagt, kein unbekanntes Bier. Ja, und vielleicht habt ihr natürlich nochmal den einen oder anderen Tipp. Der ist natürlich auch mal sehr gerne gesehen. Gerade auch irgendwelche unbekannten Biere oder Biere vielleicht aus eurer Heimat. Vielleicht kann ich die dann irgendwo auftreiben und dann auch mal testen. Da wäre ich sehr dankbar. Und ansonsten danke ich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge.